Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge. Die letzte ist ja schon länger vorbei. Und heute möchte ich euch ein wunderbares neues Projekt vorstellen. Und zwar, ihr seht hier das Big N Club Magazin. Da mögt ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, was zum Teufel ist das? Und das ist im Prinzip der geistige Nachfolger der alten Club Nintendo Hefte. Das kommt jetzt nicht direkt von Nintendo, das ist ein neuer Fanclub, der sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, diese gute alte Club Nintendo Magazine wieder aufleben zu lassen. Es gibt natürlich noch viel drumherum, was man da alles bekommen kann. Und es gibt eine Webseite mit einem super Forum, mit ganz vielen Gruppen, es gibt Veranstaltungen. Und dieses Magazin wird alle 2 Monate rausgegeben und eine Sonderausgabe ist immer im Jahr geplant. Und ich habe euch hier mal so einen kleinen Flyer mitgebracht, was euch da alles erwartet. Denn ich finde, der Preis für diese Mitgliedschaft ist super, super fair. Und zwar bezahlt ihr 25 Euro Jahresbeitrag und bekommt dafür 6 der Magazine und wie gesagt Zugang zu der Webseite, wo noch E-Sports-Turniere und so weiter auch alles geplant sind. Wie gesagt, ich bin natürlich auch auf der Webseite. Ich bin auch schon natürlich relativ zügig in den Club eingetragen. Hier ist meine Clubkarte. Ihr bekommt auch so eine schöne Clubkarte. Könnt ihr euch sogar das Design auswählen. Das finde ich so eine nette kleine Sache. Und ich bin noch unter Mitgliedsnummer 50, weil der gute Ruben, das ist einer der Redakteure an dieser Stelle, viele Grüße an dich, danke, dass du mich angeschrieben hast, der hat mich erst auf dieses Projekt vor ein paar Monaten irgendwie aufmerksam gemacht und das fand ich schon sehr, sehr schön und ich denke mal, 25 Euro kann sich jeder erlauben. Und ich möchte euch ja so ein bisschen dieses Magazin vorstellen. Wie gesagt, ich halte hier euch noch diesen kleinen Flyer mit rein, damit ihr auch entsprechend wisst, wo ihr das eventuell auch bekommen könnt, wo ihr eintreten könnt. Und zwar ist das bign-club.de. Ha, jetzt habe ich die Webseite fast verkackt. Also bign-club.de. Da findet ihr alle weiteren Informationen, aber habe ich euch natürlich auch unten in dem Kommentarfeld abgeschrieben. Kommen wir zu dem Wichtigsten. Ich werde diese Ausgabe nur so ganz grob durchblättern. Vor allen Dingen halt, weil hier so ein Mix ist aus neuen Switch-Spielen und auch alten Retro-Sachen mit vielen Specials dazwischen. Was moderne Sachen mit Switch angeht, bin ich nicht so der Oberprofi. Deswegen erspare ich euch da irgendwie meine Kommentare zu den Spielen. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich möchte euch natürlich auch so ein bisschen den Lesespaß hierzu auch nicht verderben. Eins vorweg, ich weiß, das ist, kann man hier quasi gerade als Werbung ansehen, aber so ist es nicht. Ich habe dieses Magazin bekommen und ich bin begeistert. Also ich kriege da von niemandem was. Ich habe dieses Exemplar nicht kostenlos bekommen. Ich habe da keine Auflagen bekommen. Irgendwie, bitte sprich das so und so. Das ganz klar. Aber wie gesagt, Big N, wunderschön. Und das, was man so als erstes fühlt, was ich gleich gemerkt habe, als ich dieses Magazin bekommen habe, ist die Papierqualität. Ich weiß, das kann man so ein Video schlecht sagen, aber das ist eine wirklich gute, stabile Papierqualität. Das ist nicht irgendwie billig gemacht. Also es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Da ist mal wirklich ein Daumen hoch. Sowas finde ich immer schön. Keine Ahnung, was für eine Grammatur das Papier hat. Vielleicht so 100, 120 irgendwie was. Also es ist fühlt sich wirklich stabil an und gerade so wie Retro-Freunde, wir haben eine Box so auf richtig geile haptische Sachen. Dann haben wir hier natürlich erstmal das Vorwort der Themenübersicht und wie ihr schon sehen könnt, also ich finde, dass diese Inspiration von den alten Club Nintendo Magazinen, das merkt man schon so irgendwie so ein bisschen im Stil. Ne? Hier haben wir so diese News-Seite, die wir ja auch immer früher hatten, wo natürlich hier auf verschiedene Sachen irgendwie eingegangen werden. Natürlich Neuerscheinungen, alles rund um Nintendo. Wie gesagt, da werde ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Genau, Lego König den mächtigen Bowser an. Das habe ich auch schon gesehen. Das Set sieht sehr, sehr interessant aus, aber ganz ehrlich, was da Lego momentan an Preisen macht, das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse. Bayonetta 3, ja, da liebäugle ich auch irgendwie, mir das zu holen oder nicht. Mal schauen. Dann stellt sich natürlich hier der Club erstmal vor. Und ihr habt hier ein paar wunderbare Seiten mit den ganzen Leuten, die das hier machen. Das sind ganz, ganz viele tolle Leute, die das ehrenamtlich machen. Also wirklich an dieser Stelle, falls irgendwer das von euch sehen sollte, Hut ab. Ich finde wirklich, ich habe nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt, aber von diesem Magazin, von meiner Gestaltung, dafür, dass er das alles ehrenamtlich macht, echt
Hammerarbeit. Auch hier werde ich nur grob rüberblättern. Ihr könnt euch natürlich die ganzen netten Leute dann mal genauer anschauen. Ist ein Riesenteam. Ich habe auch schon mit meinem Kontakt dort gesprochen, eventuell auch mal selber einen Gastbeitrag zu schreiben oder sowas. Muss ich mal schauen. Machen wir hier auch, ja, auch im Sinne. Ich weiß, ich werde hier Club Nintendo sehr oft sagen. Darauf könnt ihr euch wirklich definitiv verlassen. Habt ihr ein schönes Comic, was das natürlich dann auch irgendwie nochmal das ganze Feeling reinbringt. Ja, und heute haben wir hier schon Kirby und das Vergessene Land, ein Test für die Switch, und das zeige ich euch hier mal so ein bisschen prototypisch für diese Tests. Weil ich finde es halt schön, hier gibt es eine Fazitbox, aber es gibt keine Wertung, weil ich finde, Spielewertungen in meinen Augen sind sowieso so ein bisschen überholt, weil was für den anderen irgendwie eine eigentliche 90% sind, sind für den anderen irgendwie 70%, weil er mit den Genres irgendwie nicht klarkommt oder sowas. Aber scheint hier durchaus mal wieder ein gutes Spiel geworden zu sein. Und hier das Layout, ne? Also wenn ihr das wirklich so, ne, Club Nintendo 1:1 sieht, haben sie wirklich sehr gut dieses Feeling reingebracht. Es ist alles schön bunt, es passt alles. Wunderbar. Dann haben sie hier Nintendo Switch Sports getestet. Da habe ich auch so mal ab und zu mal mit den Gedanken gespielt, ob ich mir das vielleicht holen sollte, weil ich hatte die Wii damals und da habe ich Nintendo Sports, Wii Sports sehr gerne gespielt. Aber dank dieses Magazins, wie gesagt, so Switch-Neuheiten beobachte ich immer nur so vom Seitenrand her, scheint es vom Umfang her nicht so geil zu sein. Dann haben wir hier Fire Emblem Warriors Three Hopes. Ist wahrscheinlich hier wie Hero Warriors, ne? Das ist dann doch ein Spin-off von Dynasty Warriors. Ich hoffe, ich laber jetzt nicht zu viel Müll, aber irgendwie ist das so verknüpft. Hier haben wir natürlich ein wunderbares Spiel, worauf jetzt viele gewartet haben. Ich muss es mir auch noch holen, definitiv. Was ja so ein bisschen der geistige Nachfolger ist, so Turtles in Time, zumindest vom Spielablauf her und vor allem von der Optik her, so wie ich das mitbekommen habe, ist das hier natürlich auch ein Pflichttitel. Also Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Auch hier muss ich sagen, keine Ahnung, was ich mir mal hole. Ich werde es mir auf jeden Fall physisch holen. Ich glaube, physisch ist es auch verfügbar. Ist natürlich Hammer, aber da finde ich es echt so cool, wie sie so auch bei den Sachen, so die alten Turtles-Spiele und so weiter, neu auflegen. Wunderbar. Und hier haben wir Mario Strikers Battle League Football. Auch da habe ich das auf der Wii damals, glaube ich, gespielt. Fand es gar nicht so verkehrt, aber ich bin nicht so der Sportfreunde-Fan. Auch hier seht ihr immer dieses Design, ne? Das passt wirklich herrlich dazu. Also ich gehe jetzt hier, wie gesagt, nicht so auf den Inhalt ein, sondern so ein bisschen auf den Design, was mir da wirklich sehr gefällt und dass es farblich wirklich alles so passt. Ne? Hier haben wir Monster Hunter Rise Sunbreak. Auch hier, ich weiß, ich muss mich wiederholen, kann ich nicht viel sagen. Also diese Monster Hunter Serie, die scheint, hat ja eine sehr, sehr leidenschaftliche Fangemeinschaft. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, lest ihr das euch einfach durch. Und hier haben wir Triangle Strategy. Das sieht geil so interessant aus. Das sieht aus wie dieses eine Rollenspiel. Boah, das habe ich mir am Anfang der Switch-Zeit. Das hat ja auch so einen Pixel-3D-Look. Wenn ich das jetzt wieder wüsste, wie das Spiel heißt. Da, wo ihr das mit verschiedenen Personen und aus der Sicht spielt. Mir fällt es gar nicht ein, aber das erinnert mich gerade hier sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Lego Star Wars und Pokémon. Ich glaube, das Pokémon ist dann durchaus beliebt natürlich wieder. Und hier haben wir hier noch so ein bisschen die Erklärung, was dieses Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft irgendwie bringt. Ich persönlich hatte sie auch mal durch diesen Familientarif. Ich weiß, ob das immer noch geht. Man konnte sich ja so mit ein paar Leuten zum Familientarif irgendwie zusammenschließen. Und dann hat man dann irgendwie das relativ günstig bekommen. Aber selbst als ich das hatte, habe ich es halt kaum genutzt, weil, wie gesagt, Switch spiele ich leider nicht mehr so viel. Die staubt echt bei mir ein, obwohl ich auch so ein paar Titel hätte, die ich eigentlich gerne mal spielen wollen würde. Aber ja, wie es halt so ist. Ne? Dann haben wir hier auch ein schönes Poster. Und zum Schluss kommt noch so eine Fragensektion, dann kann ich schon mal spoilern. Da ist auch angekündigt, dass auch immer wieder ein Poster drin sein soll. Auch das wieder natürlich die gute alte Rückbesinnung auf die Club Nintendo Sachen. Ich glaube, es ist sogar ein zweiseitiges Poster. Ne? Wenn man das die andere Seite ist, dann ist das Live A. Ja.
Spiel sagt mir nichts. Entschuldige mich bitte, dass sich da was Neues angeht. Ich bin da echt ein Dulli. Genau. Hier haben wir nochmal die Fortsetzung für den Switch Online-Artikel, ne, was man alles bekommen kann. Da kann man auch diesen Controller bekommen. Tralala. Kennt ihr alles. Dann haben wir hier Redaktionscharts. Ich nehme mal fast an, dass hier immer auch verschiedene Sachen, ne? Also liebste Mario Kart Fahrer, dann haben wir hier auch die Top Switch Titel, ist natürlich Breath of the Wild, wunderbares Spiel, habe ich auch durchgespielt. Mario Odyssey, ja, ich persönlich bin ja nicht so der Fan von 3D Marios, ist aber auch ein gutes Spiel. Metroid Dread, auch wunderbar. Mario Kart Klassiker, Xenoblade Chronicles 2. Ja, ich scheue also momentan so ein bisschen so diese alten Rollenspiele oder diese großen Rollenspiele anzugehen vor allem. Dann haben wir hier natürlich jetzt so langsam die Retro-Ecke, ne, auf den Punkt gebracht. Warum nehmen wir Retro? Auch eine schöne Rubrik. Und dann sind wir hier schon bei den Klassikern, wo ich auch etwas mehr zu sagen kann. Und zwar A Boy and His Blob. Ihr wisst, von dem Nintendo, von dem Game Boy Ableger, da habe ich so eine Art Hassliebe, habe ich als Kind bekommen, die gerafft. Im Prinzip ist das Spielprinzip natürlich wunderbar. Hat auch der David Crane mitgearbeitet, der ja auch Pitfall damals ja, entwickelt hat und dadurch auch einen gewissen Ruf hatte. Deswegen ist er natürlich auf dem Cover entsprechend vermerkt. Ja, ihr habt halt so einen Begleiter, diesen Blob, den müsst ihr halt so mit verschiedenen, Jelly Beans sind das, glaube ich, in verschiedenen Geschmackrichtungen füttern und dann verwandelt er sich. Ne? Wie hier zum Beispiel den Trampolin und dann könnt ihr halt dann dadurch dann auch Hindernisse überqueren und so weiter. Dann haben wir hier Action in New York. Das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Sieht aber durchaus nicht verkehrt aus. Ich wusste nicht, dass es in New York so aussieht, ehrlich gesagt. Aber gut, das war ja damals normal. Ne? Dann haben wir hier Addams Family. NES, boah, sieht solide aus, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Dann haben wir hier Pixel Hobby Bügelperlen. Wie man gibt es ja viele, viele Leute, die damit sehr kreativ sind. War man mit diesen Bügelperlen sehr cool, die natürlich diese Pixel-Grafiken und Optiken nachbauen kann, weil die Bügelperle ist ja quasi wie ein Pixel und dann kann man das quasi eins zu eins zusammensetzen. Habe ich auch sogar ein paar Werke, die andere gemacht haben. Kommen wir zu den Gameboy-Tests. Natürlich für die erste Ausgabe muss man sich so einen Klassiker ranhangeln wie Tetris. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Mega Man Dr. Wilys Rache überrascht mich, dass das hier drin ist, weil ich wusste nicht, dass das so verbreitet ist. Aber natürlich auch ein wunderbares Spiel habe ich als Kind gehabt und gehasst, weil Mega Man ist halt einfach schwer. Dann haben wir hier die Super Nintendo Tests, haben wir hier Super Mario World und Mario Kart. Auch hier wurde sich natürlich entschieden, auf zwei Klassiker zu gehen. Aber auch hier finde ich diese Farbgestaltung wunderbar. Ich weiß, ich mag der Einzige sein, aber ich mag diese super passende Farbgestaltung. Zum Beispiel hier dieses Grün-Gelb, was das sein wird, das spiegelt halt das gleich von dem Titelbildschirm wieder. Und dadurch fühlt sich das gleich für mich so heimelig an. Ich weiß auch nicht, wieso. Natürlich beide super Spiele, muss ich nichts zu sagen. Dann haben wir Nintendo 64, Pirate Wings 64, Shadows of the Empire. Das hatte ich auf dem PC damals und das war das erste Spiel, was ich mit einem 3D-Beschleuniger gespielt habe. Da war ich sehr, sehr beeindruckt auf jeden Fall. Ist für die Zeit halt wirklich gute Spiele. Pilot Wings ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also wie ihr seht, decken sie so ein bisschen die ganzen Retro-Sachen, Konsolen so ein bisschen ab. Dann haben wir hier ein Gewinnspiel-Challenge. Ne? Also wenn ihr da dran teilnehmen möchtet, dann ist das natürlich wunderbar. Und dann haben wir hier so eine kleine Indie-Ecke, wo ein paar Sachen getestet werden. Hier wird Horace, das kommt hier sehr gut rüber, sagt mir so gar nichts. Denn Angry Video Game Nerd 1 und 2 Deluxe, das ist ja von dem allseits beliebten Angry Video Game Nerd. Da wurde ja so eine Art Pixel Run and Gun entwickelt. Soll wohl auch ganz gut sein, vor allem die Musik, was ich mal so gehört habe, ist nicht verkehrt. Crosscode, ja, sieht wie ein klassisches Pixel-Rollenspiel aus. Da haben wir hier sogar hier so kleine Rezepte und Leute, mein Kritikpunkt, Luigis Witze-Ecke, ne? Also, wenn ihr hier zugucken solltet, ich bin ja schon Fan von Flachwitzen, ne? Aber die sind richtig flach. Dann haben wir hier so ein bisschen einen Einblick an die Redakteure. Hier zum Beispiel der Ruben, wie gesagt, mit dem ich halt den Kontakt hatte, zeigt da so ein bisschen, wie er seine Sammlung sortiert hat. Der hat anscheinend eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Sammlung. An dieser Stelle viele Grüße an dich und großen Respekt. Sieht sehr cool aus.
Dann haben wir hier Patrick Ernemann und Sabrina und Patrick Ernemann. Ich habe den ersten Namen vergessen. Seht es mir nach. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind das die Chefredakteure, die das auch Ganze verwalten. Sehr beeindruckend. Also es ist schon ein richtig geiler Gaming-Boom. Also da muss ich sagen, Hut ab und hier auch mit diesen Zock-Sesseln oder was das, wie man das auch nennen soll. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier so ein bisschen auch noch die Meinung der Redakteure zu diesen Spielen, die hier getestet wurden. Also viel auch so ein bisschen Community, was machen die Redakteure und sowas. Da soll man auch dann auch vielleicht mal selber irgendwie so einen Gaming Room irgendwie einschicken und so weiter. Das finde ich sehr cool, dass das wirklich so, ja, so interaktiv quasi gestaltet wird. So auch da, wie die alte Club Nintendo, wo die Leute sich dann immer Fotos dann als Leserbriefe reingezogen haben. Hier haben wir natürlich auch hier entsprechend so ein paar Fragen von der Cranky's Lesehütte. Cranky ist natürlich, kennen wir alle, von Donkey Kong Country. Wunderbar. Dann haben wir hier eine Story aus der Redaktion, auch an dieser Stelle. Dem hat's erwischt. Gute Besserung. Ich hoffe, das ist bei dir wirklich einigermaßen wieder gut verlaufen. Aber auch das finde ich halt auch eine sehr schöne Sache, dass sowas mit aufgenommen wird. Dann sind hier auch entsprechende Hardware-Tests. Hier sind Kopfhörer. Dann hier ein Interview mit Fortune, ein Musiker. Und dann sind wir schon durch im Prinzip. Dann haben wir hier die Vorausschau, auch hier, wie Club Nintendo. Und das war's. Wie gesagt, ich persönlich bin jetzt schon auf die zweite Folge gespannt. Ich wollte euch so ein bisschen auf dieses super Projekt irgendwie aufmerksam machen. 25 Euro im Jahr tun nicht weh, finde ich schon fast zu günstig, ehrlich gesagt, für die Qualität, die hier abgeliefert wird. Also da kriegt ihr richtig was und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie auf die Mitgliedschaft und dieses Magazin irgendwie heiß machen. Ich bin angetan, der Link ist unten. Und dann hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss!